Ja, hey und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, the Definitive Edition. Wir sind in, wie heißt der Ort nochmal? Kapuam Toreb. Also die andere Seite von dem Hafen, wo wir auch ursprünglich hin wollten. Ja, wir haben versucht, diesen einen Gouverneur zu finden und sind dann mit dem Schiff hier rüber gefahren auf der Verfolgungsjagd und ja, die Meeresbrise. Okay. Ja, wir können uns gar nicht heilen. Ich habe gar kein Geld. Ich habe alles ausgegeben für Ausrüstung und so. Was wir jetzt alles lernen müssen. Ja, guckt euch das an. Jeder kann ja was lernen. Geil. Und ja, Flynn wartet hier, glaube ich, auf uns, ne? Oh, hallo, ihr, sie sind ja Lust auf ein kleines Spielchen mit mir? Ihr glaubt, ihr hättet schon gewonnen, weil ich ein Frau bin, dann habt ihr euch geschnitten. Mein weit härterer Bocken als die lausigen Kerl hier. Mit was denn? Ich will gern spielen. Hör sich zu, dass ich die wieder natürlich gerade jetzt schaut auf den Biest wieder haben. Ja, die sehen beschäftigt aus. Das ist ein Reisejournal. Ihr könnt reisende Informationen austauschen. So, ich konnte in den letzten 3 Tagen nicht drüber nach Kapunor wegen des schlechten Wetters. Frustrierend, denn hier in Kapunor scheint die Sonne. Schon komisch, weil wie das Wetter an 2 nahen Orten so unterschiedlich sein kann. Ja, wir wissen aber warum, ne? Ein Blast hier. Und wehe, du findest hier wieder Geld und nimmst das nicht mit. Mathe. Ja, eine Mathe, die können wir mitnehmen, ne? Magisches Auge. Ja, ne, aber eigentlich. Ich glaube, wir haben alles Mögliche gekauft. Magisches Auge. Ich kann mir nicht viel leisten, ich habe nicht so viel Geld. Ich kann ein paar Sachen verkaufen. Wäre vielleicht meine Idee. Bei meiner Grinding Session müsste ich ja eigentlich nur einige Objekte haben. Was zum... Ups.記憶喪失も何もあなたと会うのはこれが初めてですよ。だって、扉を落としたり。姿勢官、あなたの罪は明白です。彼らがその一部始終を見ているのですから。何度も申し上げた通り、名前を語った何者かが私を落とし入れようとしたのです。いや、早迷惑な話ですよ。 嘘言うな。魔物の餌にされた人たちを私はこの目で見たのよ。さ、フレンドの気候はこの奈良ズモノと評議会の私とどちらを信じるのです。フレン。決まりましたな。 Repeat. Frank Steve. こいつは何者よ。この方は。この方は次期皇帝候補のヨーデル殿下です。ね、リタ。またまた。エステルは。で、あれ。あくまで候補の一人ですよ。 本当なんだ。仙台皇帝の甥子に当たられる陽殿殿下だ。本当に？はい。殿下ともあろうお方が執政官ごときに捕まる事情を俺は聞いてみたいね。この一件は。21時。 Wer kommt denn hier noch vorbei? Ich habe schon gehört, wie nebenan wieder jemand aufgemacht hat. Ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann, sich dauernd so zu verschellen.
ein bisschen zu bekannt, aber okay. エステルがここまで来たのも関係してんだな。まあ好きにすればいいさ。目の前で困ってる連中をほっとく帝国のごたごたに興味はねえ。ユーリ、そうやって帝国に背を向けて何か変わったか。人々が安定した生活を送るには帝国の定めた正しい方が必要だ。 けどその方が今ラゴを許してんだろう。だからそれを変えるために僕たちは騎士になった。下から吠えているだけでは何も変えられないから。手柄を立て信頼を勝ち取り帝国を内部から是正する。そうだったろユーリ。だから出世のために餓鬼が魔物の餌にされんのを黙って見てろってか。下町の連中が 厳しい取り立てにあってんの見過ごすのかよ。それができねえから俺は騎士団を辞めたんだ。知ってるよ。けど辞めて何か変わったか。騎士団に入る前と何か変わったのか。あ、待って、僕も。なあ、フレンドがまた変わった。Also funktioniert auch andersrum。またやってしまった。 Der Mann, er will einen hohen Rang erreichen, damit er was ändern kann oder so, ne? Damit er halt mehr. Wie nennt man das hier? Möglichkeiten hat. いってもいいのでしょうか。なぜですか。ユーリと旅をしてみて変わった気がするんです。帝国とか世界の景色が、それと私自身も。そうですか。わかりました。少年。 Ja, du. Yuri, die Kanojo, Tanamoto, steigt heute. Ei, Indesco? Watashiga, Oma Moristaino, Deska. Imawa Nimde, Yoyoka, Animasen. Sorni, Yuri, no Sabanara. Watashima, Anshin, Dekimas. Huden, Yuri, o Shinrai, stay in this, ne? Eh. Hanashiga, Matomata, Tokoro de. そろそろ行かない。あいつ見失うわよ。なるほど、じゃあ今みたいな。な、オスカーエクスペディション。まあ、だめにか。痛いところ突き上がって。何も変わってねえのは俺にだってわかってる。コアの手がかり。 Was sich von alles und jeden getrennt. Raven und das Sammeln von Infos. ラゴスの行かずになりなら街中歩いてりゃ目立ってしょうがねえよな。連中が逃げるとこ誰か見ててくれると助かるんだけど。そういやレイヴンとかいうおっさん、ラゴの屋敷でどうしたかな。いやね。騎士団が乗り込んできて慌くって逃げ出したか。 Müsste ja eher da gewesen sein, ne? Na, ja. Ich mal ein paar Sachen hier verkaufen. Ich habe da bestimmt einige, ja. Mal hier. Mit der ganzen Grinding-Session hier. Wegen Gattuso. Also ja. Können wir ein bisschen verkaufen von den Sachen, die wir 99 Mal haben. Ich glaube nicht, dass wir so viele Sachen brauchen werden. Dann kommen wir uns ja noch ein paar Heilmitteltränke. Magische Augen hätte ich gerne. Und heilige Tränke brauche ich eigentlich auch nicht. Was eigentlich schon? Essen, genau. Also war
Ja, vollkommen gerüstet, haben sogar noch ein bisschen Taschengeld übrig und sind allzeit bereit. Matsum, hey, da ist er doch.挨拶の前に言うことあるだろう。挨拶よりまず先にすること。うん。まあ、騙した方よりも騙された方が忘れずにいるっていうもんな。これって誤解されやすいんだよね。無意識で人に迷惑かける病気は医者行って治してもらってこい。そっちもさ、 その口の悪さ、なんとかした方がいいよ。口の減らない。あんまフラフラしてっと、また騎士団に取っ捕まるぞ。騎士団も俺相手にしてるほど暇じゃないって。さっき物騒なギルドの一団が北西に移動するのも見かけたしね。騎士団はああいうのほっとけないでしょ。物騒か。それってブラッドアライアンスか。 さあ、どうかな。そもそもお前とアスパンベアです。ま、ちょっとしたお仕事。アパティアってやつを探してたのよ。アパティア？なんだそれ。コアのすごい番だってさ。あそこにあるっぽいって聞いたんだけど、見込み違いだったみたい。うん。アパティアね。あ、ユリ。 逃げた方がいいね。やつ、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 や
weil man, was für eine seltsame Truppe, ein Hund und sogar ein paar Kinder, Verwandte scheinen sie auch nicht zu sein. Kaputorum ist das Tor zur ganz Tolbizia, keine Ahnung, wird von vielen interessanten Leuten besucht. Bei den vielen gehen, die hier vorbeikommen, ist so ein kunterbunter Haufen gar nicht ungewöhnlich. Ist, ich könnte schwören, dass ich diesen jungen Mann schon einmal irgendwo gesehen habe. Sie auch, meine Dame, ehrlich gesagt kommt er mir ebenfalls bekannt vor. Ich frage mich, wo ich sein Gesicht schon mal gesehen habe. Ist mir jetzt das letzte Unrecht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Aber klar, auch danke. Was hatte diese Cutscene zu bedeuten? Versteckt sich der gesuchte Mann wirklich hier drin? Davon bin ich überzeugt. Er kam mir gleich irgendwie bekannt vor, und als ich diesen Steckbrief sah, wusste ich sofort, dass er es war. Die ist immer da vorne. Hm, gut, bleiben Sie zurück. Ja, natürlich. Hey, aufwachen. Hm, was willst du denn? Es ist mitten in der Nacht. Ich zufühle mich auf meine Cornflakes. Nein, die werden sonst zu matschig. Ich sagte aufwachen, Carol, wir müssen hier verschwinden. Der gesuchte Mann ist mit drei Freunden und einem Hund unterwegs. Seien Sie also vorsichtig. Ein kaiserlicher Ritter lässt sich von gewöhnlichen Verbrechern nicht besiegen. Es ist Elise, Junge, aufwachen ihr zwei. Also gut, Hände hoch und schön brav rauskommen. Was? Sie sind entkommen. Okay. Was war denn da eben los? Hier ist aus, wie uns jemand verpfiffen. Verpfiffen? Du bist ja ein Ungunst und leider viel zu bekannt, Yuri. Der Einfluss der Gilde ist im Torin doch sehr groß. Vielleicht wollte dieser Ritter nur seine Machtlosigkeit kompensieren. Wie dieser Ritter hat ich seine Arbeit getan. Bitte behalte deine Beleidigung in Zukunft für dich. Und wenn er so weit geht, werde ich hier nicht zum Schlaf kommen. Am wenigsten sind wir davon gekommen, ohne erwischt zu werden. Oder etwa nicht. Darüber können wir doch froh sein. Froh, so etwas ist verdammt lästig. Wenn wir wieder einmal in einer Gaststätte übernachten, kannst du mit dem Hund draußen schlafen. Wir brauchen eine Verkleidung. Los, da kommen Kostüme ins Spiel. Ich werde Erdbeben zerstört. Okay, was passiert, wenn ich jetzt hier wieder schlafen gehe? Gucken wir mal. Passiert nichts, ne? Ich meine, das wird jetzt jedes Mal passieren, wenn wir irgendwo eine Gaststätte übernachten. Na, was mit dir? Ich will spielen. Da muss ich mit dir. Okay, ich dachte, wenn sie irgendwie eine Frau ist, muss ich auch mit der Frau reden, weil sie sagt, ah. Gucken wir mal. Sind Flynn und Co. noch hier? Nö. Tag des Lebens, her damit. Okay. Gucken wir dann raus hier. Ich glaube, Ausrüstung haben wir alles Mögliche, ne? Was wir haben wollen. Ich glaube, wir müssen extra eine Lederpeitsche oder so kaufen oder so, ne? Hat uns irgendwie noch gefehlt. Ja. Das haben wir. Ich gehe noch mal zur Sicherheit hier gucken. Fisch, Wasser, okay. Schlägel haben wir. Morgensternster haben wir. Schal haben wir. Leerpeitsche plus. Kann ich alles nicht herstellen. Müssen Schal haben. So. Ich brauche einen Schal unten und zähes Leder.
Beides noch nicht, verdammt. Auch CS Leder zweimal. Nee, Lederpeitsche haben wir. Okay, keine Ahnung. Erstmal müssen wir den Überblick haben mit unserer Ausrüstung. So, raus hier. Wir müssen eine Stadt, die von einem Erdbeben zerstört wurde, ne? Hingehen. Na, neue Gegners. Oh. Und da links sehe ich schon wieder die Dings hier, diese Karawane. Kramann. Level 15. Fresse hat. Das ist so nervig, ne? Warum fliegen die denn jedes Mal direkt um? So, ich denke, es hatte, muss schon sagen, warum konnte ich das jetzt bei meinen? Was sind immer diese Geräusche? Sind die das? Hört ihr das? So, ich muss Fisch, den brauchte ich für irgendwas. So, neue Gegner hast, glaube ich, weiß er nicht. Ob sie ist Leder. Man sieht nicht, was die hinterlassen, ne? Ich glaube, Repeat macht diese Geräusche, oder? Oh, er macht jetzt nur noch einen Schaden, genau. Oh. Stimmt, weil er diese eine Fähigkeit hat. Weil es so dämlich, ne? Die fliegen wie diesen Schock hier direkt um und dann kann ich die nicht treffen. Die haben ganz schön viel ausgehalten. Ich glaube, Repeat nehmen wir aus der Truppe erstmal raus. Wenn er nur einen Schaden abziehen kann, das ist irgendwie nicht so. Ja. Gut. Weiß nicht, habe ich gegen euch schon gekämpft? Jo. Dreck. Jetzt gehen Kämpfe ja wohl viel, viel schneller, ey. Oha. Finger weg von der. Was hat denn für einen Angriff? Den Angriff von Carol gesehen? So, wir haben Sachen gelernt, gut. Ja, neue Sachen lernen bitte. Ein Adrat. Die Stärke eines Angriffs, wenn man mit einem Hammer ausgerüstet ist. Okay, cool. Und verdammt, sie braucht immer noch. What? Oh. Panzerschale. Und Wasserstoff. Ist da irgendwas? Komm. Geheimes Gebiet oder so? Nö, okay. Na, geh weg.
Mein Gott, ist das schnell. Da gibt nur einen Weg, wo wir hingehen können, so wie er aussieht. Also ja, können wir mal hier kurz rasten oder geht es da auch weiter? Das ist eine Brücke, aber die versperren das voll. Ja, Elenden. Ja, wir haben letztes Mal, wir haben einfach diesen Weg hier versperrt, wo man hochgehen konnte. Ah, wie geht's dir? Mir geht's es gut. So, 50 galt, her damit. Das gönnen wir uns noch mal. Quest. Nö, okay. So, jetzt will ich zur Brücke hingehen. Ich schmeiß mich einfach wieder vorne raus. Ich will mal zur Brücke hingehen. Nein, dürft er nicht. Aber er ist so direkt dahinter. Nein, weg da. Ah, oh, hat er mich auch noch getroffen. Du. Oh, ehrlich. Oh, es ist Repeat wieder Teil der Truppe. Da sieht zieht doch nicht ab, Mann. Oh, jeder Angriff ist irgendwie zu langsam, habe ich so das Gefühl. Ja, greift mich irgendwie immer genau dazwischen an. Mach Repeat, aber ich glaube, du willst nicht, bringen. Wasser kriege ich nicht, Leder kriege ich nicht. Dann müssen wir wohl weiter. Oh, guck mal, das sieht schön aus hier. Was? Warum hat er denn ein Fragezeichen? Du bist so, stellst dich genau davor, ne? Und die. Ja, eigentlich ja. Oh ja, ist halt Feuer. Boom. Weiß ich noch wegen Gattuso. Ich werde diesen Boss noch sehr oft hier erwähnen, habe ich so Gefühl in diesem Spiel. Erwähnens in den nächsten Spielstunden. Oh, danke schön, Carol. Gibt's sogar. Nicht Wasserangriff, Rita. Okay, ich kriege ja kein Wasser und kein Lederpanzer, also hi. Was seid ihr denn? Nee, ich habe mal noch nicht. Tortula, genau. Ich wollte es erst sagen, aber wusste nicht, ob das wieder richtig war. Oh, macht der Schaden. Hier kann mich mal jemand heilen, bitte. Dankeschön. Gut, dann war voll ich. Nichts bekommen. Es hat auch neue Gegner. Da rechts war irgendwas. Da, ich treffe schon wieder nicht, ey. Weil ich irgendwie 10 Minuten hier noch am Boden liege. Ich krieg ja keinen Schaden rein.
Was ist das? Macht einer von uns diese Geräusche, oder? Boah. Hast du diese Geräusche, Kevin? Komm schon, reiß dich mal zusammen. Klingt irgendwie wie Rita. Aua. Wir gehen die TP wie blöd aus. Ey. Wow, bleibt gefaced hier, ey. Eine fette Viech immer noch am Leben. Alter. Muss schon sagen. Schildkrötenpanzer. Wasser haben wir bekommen. Da brauchten wir auf irgendwas. Nehmen wir an, das ist die Stadt, die vom Erdbeben zerstört worden ist. Sieht ein bisschen zerstört aus, also. Würde gerne mal einen Shop oder so noch finden, dann könnte ich diese beiden Dinger hier neu herstellen. Oder ein Ding, glaube ich. Guck mal bei der. Hinterlässt doch bestimmt hier so Harzleder, ne? Gott. Das sind zwei. Da bringt's schon irgendwie, ne? Funktionierte Überlimit in Tales of Darkness auch so? War nämlich nicht so broken in Erinnerung, das so war. Quietschama. Schildkrötenpanzer. Halber Schaden, Viertel Schaden, kleinster Schaden. Gut, können wir das wieder entfernen. Ja, er hat nichts anderes gerade. Habe ich schon gefragt, warum diese Fähigkeit überhaupt aktiviert wurde, aber ist aber ein Ding halt, ne? Vielleicht wird das ja irgendwann nützlich, aus irgendeinem Grund. Wird schon irgendwann nützlich sein, oder? Was hat hier? Und das sieht auch aus, als wäre es durch ein Erdbeben kaputt gegangen. Es ist nicht die Art von Gil oder Söldnern. Es ist nicht die durch das Erdbeben zerstört Stadt, oder? Ja, hast du das Ding im Wald gesehen, bevor wir herkamen? Ich glaube schon. Die Söldner sind so. Lass uns umkehren. Wald. Ich musste da erstmal gucken. Irgendwann konnte ich neu herstellen. Ich weiß noch nicht, was. Ich glaube, ein Schild für Estelle. Dreck. Irgendwas konnte ich neu herstellen. Da würde ich noch gerne herstellen, bevor wir da reingehen. Ich weiß, das tut schon wieder extra Zeit ein bisschen in Anspruch nehmen, aber was soll's, ne? Da können wir uns auch noch mal hoch rein, da können wir mit dem heiligen Trank hier hinrennen und au. Können wir eigentlich Repeat wieder ins Team nehmen, aber was soll's. So, Wasser und Dinges brauchten wir, das weiß ich. Halt. Ich habe noch nicht gekämpft. Ja, fliegende Gegner, das heißt, die waren bestimmt nervig. Heuler. Irgendjemand nicht am Boden. Schon wieder alle auf mich, ey.
Okay, dafür dagegen sind die wahrscheinlich nicht so anfällig. Oh Gott. Ah. Er hat gesehen, ich bin einfach durch ihn durchgelaufen. Nur keine harten Dinger. Dann gehen wir mal ganz schnell zurück, heilen uns hier an dem Dingen hoch und guck mal, ob wir einfach immer da. Gott verdammt, ich wollte jetzt, ich habe gerade drei gedrückt und wollte verdammt noch mal einen heiligen Trank einsetzen, damit wir nicht hier genervt werden von den Gegnern. Oh. Was ist das, so dämlich? Er fällt um, dann fällt er schon wieder um. Kann ihn noch gar nicht treffen, so. Alter. Ich weiß nicht, das lohnt sich, für was ich auch immer hier zurückgehe. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Vielleicht habe ich auch ein hartes Leder gefunden und ich habe es nicht mitbekommen. Das wäre natürlich sehr gut. Gut. Ja, nur der Danero, der geht zurück zu einer Stadt, um Zeugs hier herzustellen. Ah, was haben wir denn hier? Das hier war das. Warte mal. War klar. Ist aber irgendwie genauso stark wie andere. Egal, neue Fähigkeiten. Abwehreffekt. Abwehr plus. So stärker, was wollen die eigentlich? So. Und da kann ich nicht herstellen, Dreck. C ist Leder, nicht Harz Leder. Magie, was? Das haben wir noch gar nicht. Hm, habe ich denn das noch nicht? Verrückter Wissenschaftler. Okay, Magie. Warum sollte er Magie haben? Kann aber keine Magie einsetzen. Oder vielleicht doch. Gut, dann haben wir uns hier noch mal diesen ein Ding hoch. Nein, gehe er weg von mir. So, dann haben wir uns hier mal hoch. Ich glaube, dann verlieren wir wieder unseren heiligen Trank-Effekt, aber was soll's. Nö, gut. Dann können wir zur zerstörten Stadt gehen. Gut. Diese Kameraführung, ne? Awesome. Ja, man, das wird dann unser Dungeon für den nächsten Part, ne? Wohin gehen? So, ich speichere mal, weil warum denn nicht? Und dann gehen wir kurz da reinschnuppern. Gucken, was da so ist, ne? Kerbokram. Die gefallene Stadt. ところに誰が来るっていうのよ。またいい加減な情報を掴まされたかな。また？そこで止まれ。統治区は我ら曲がりの剣により現在完全封鎖中にある。この声。これは無力な部外者に被害を及ぼさないための措置だ。なん！
Stimmt ja, er wollte ja irgendwie eine Freundin besuchen. Aber irgendwie gar nicht mehr, nichts mehr von gehört. ただ言い訳するの？言い訳じゃない。ちゃんとエッグ目を倒したんだよ。それも嘘ね。本当だよ。せっかく曲がりの剣に刺さってあげたの。今度は絶対に逃げないって言ったのはどこの誰よ。昔からいっつもそう。すぐに逃げ出してどこのギルドも追い出されて。 もう、あんた首よ。待てよ。曲がりの剣より忠告する。速やかに当地区より立ち去れ。従わぬ場合、我々はあなたがたの命を保証しない。なあ。それにしても、どうして曲がりの剣とやらがここにいんだろうな。そうね。 リタ、待ってください。忠告忘れたんですか？入っちゃダメとは言ってなかったでしょ？いや、irgendwie nicht。でも、命の保証をしないって。Wir kennen dauernd unser Leben。私が？あんなガキに。Wir haben gegen 10 Monster vorhin gekämpft。冗談じゃないわ。まあ、とにかくブラッドアライアンスの姿も見えないし、奥を調べてみようぜ。 Ignorieren vollkommen das Drama und Carol gefeuert. なんでうまくいかないんだろう。首首って言われた。カロル、元気出してください。もう元気出ないよ。何の言葉が胸に痛い。危ないから入ってくるなって心配してくれてたんだ。希望の光はあるんじゃねえの。え、そうかな。 別に僕は何のことはどうでもよくて。問題はギルドの方ってことだろう。そんなの分かってるよ。うん、そう。何のことは全然関係ないから。見てらんないわ。私、彼女を応援します。It's been so cringy. So, und wir haben ja Monster. Lass mich raten, da muss ich. Okay. Hi, tschüss. Truhe. Fechtdegen. Sie noch mal am Lernen, ja, ne? Volle Ausdauer. Sie hat nur so viele Sachen hier, die sie lernen kann, Mann. Mal halblang, Junge. Wunderstrot. Unser eiskalt hier von Ruffy geklaut. Stroh soll mehr Verteidigung geben als okay. Ja, okay, ne? Warum nicht? Hm. Na komm. Geben wir unseren Hunden Stroh. Was ist das für ein Viech? Hat da war noch nicht gekämpft, ne? Eine seltsame Fledermaus. Ehrlich, das ist die Beschreibung von diesem Monster. Ist aber nicht sehr stark. Was ist der Haken? Wenn wir mal irgendwann neue Charaktere haben, ich weiß, es gibt noch eine ganze Menge andere auch Charaktere. Irgendwie laufen wir jetzt schon der Ewigkeit mit diesen Leuten herum. Nicht, dass ich was dagegen, aber war. Er hat Reinhard gelernt. Sieht nicht nach einem Erdbeben aus.
でしょうか。建物の感じとか少し違う気がしますけど。ああ、俺も同じこと思ってた。別に揺れで家が崩れた様子もないし、ちょっとおかしいな。え、じゃあなんで滅びたの？さあな、昔ここに住んでたやつにでも聞きゃわかるんだろうけど。別に私らの目的には関係ないからどうでもいいんじゃないの？まあ、そうなんだな。Abgesperrt. Nicht mal einen Schuss, sondern mit etwas anderem. Vielleicht gibt es irgendwas, was die Sperre aufheben kann. Wie erst mit diesem einen Schalter. コアの脱着で何とかするタイプでもないみたい。どこか別のところに起動スイッチがあるんでしょうか。そうね、これの他にも同じブラスティアがこの町に設置されてるとしたら、それを一括して管理する装置があってもおかしくないわ。なんだ、じゃあ動かせねえんだな。残念。え、何が残念なの？いや、直感的になんか面白そうだなと思って。Das ist ein Knopf, den muss man drücken. その管理してる装置を探し出せばいいんじゃないですか？そうね。見つかりゃいいけどな。Ich wusste es. Ich habe mich sofort bewegt. Ich dachte, das Viech wäre noch unter mir. Weil ich genau wusste, das Viech kommt direkt auf mich los. Boah. Oh, Wasser gegen die Viecher einsetzen. Ich glaube nicht, dass die gegen effektiv sind. Pff. Bin über den drüber gesprungen, Mann. Hey, geblieben. Gibt's doch einfach nicht, ey. Das ewige Wegrennen, ey. Na. Ja, klingen. Monster jagen. Mamono, 魔物は悪だから、その悪を打つ、それが曲がりの剣の信念なんだ。そりゃまた魔物になんか恨みでもあるのかね。うん、そういう人が集まってるのは事実だよ。何も子供の頃に目の前で両親を殺されてるから。なるほどね。そりゃ魔物が憎くもなるわな。Was? Warum kann man da ein Fragezeichen? Oh. Also ja, Tera mich so gesagt. Habe ich mir da über die Mitte. Das wäre so ein Schirm. Back. Was? Gras der Seele? Oh, Truhe. War ich schon vorher da? Egal, ich würde sagen, wir gehen mal kurz raus, speichern, und am Ende war ein Part schon wieder 15 Minuten lang. Ich meine, das ist genug, und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ciao.